Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome to the World 2 mit Silikyden, ja, den was ist los? mit den Seleukiden. Hä? Ja, okay, egal. Auf jeden Fall spielen wir hier die Tier-Challenge. Das bedeutet, komplett Tiere in der Armee und ihr wisst es ja schon. Genau, jetzt ist haben wir ein kleines Problem und zwar werden wir von einer nicht allzu kleinen Armee angegriffen und wir haben kaum noch Einheiten. Also hier haben wir zwar schon ein paar Pekiniere, die uns sicher ein bisschen den Arsch retten werden. Ich weiß nicht, ob sie uns komplett den Arsch retten werden. Also das werden wir mal sehen. Und ich hoffe, dem wird so sein. Also auf jeden Fall können wir die Garnisonsarmee komplett benutzen. Das ist nämlich total wurscht, ob sie stirbt oder überlebt oder was mit denen passiert. Mit unserer Armee ist das nicht ganz so leicht. Ich werde auf jeden Fall, ja, die stelle ich mal komplett im Hintergrund auf. Vielleicht mal hier, vielleicht benutze ich die Plankler-Kavallerie auch, ja, weiß nicht. Irgendwo, wo sie ein bisschen schießen kann. Ich werde mich wieder hier aufstellen. Also die Aufstellung kennen ja schon die meisten von euch. Also wenn ihr schon länger bei mir zuschaut. Bei dieser Map stelle ich mich immer sehr gerne hier auf. Weil die KI stellt sich dann komplett hier auf. Und dann geht so tröpfchenweise hier und dann hier. Und der Hauptpool wird hier rein bashen. Und dann mache ich hier mal so eine Zange. So, genau. Dementsprechend, das werde ich dieses Mal auch probieren. Ich hoffe, das klappt. Also hier werde ich auf jeden Fall die Phalanxen aufbauen. Weil das ist der Ort, der standhaft sein muss. Ich überlege gerade, ob ich mich hier aufbauen soll oder lieber hier beim Eingang. Ich baue mich mal hier beim Eingang auf, mit der Hoffnung, dass die KI das hier komplett ignorieren wird. Also, dass die nicht hier angreifen wird und hier rüber, sondern dass sie mit aller Kraft hier gegen die Pikiniere ankämpfen werden. Das ist meine Hoffnung. So, damit der auch hier mir angreift, werde ich den General hier hinstellen. Den fokussiert er ja immer sehr gerne, also die KI. Okay, jetzt ist die Frage, was mache ich mit denen? Also auf jeden Fall, die kommen hier hin. Was mache ich denn da? Die kommen hier hin. Und die Armee. Wenn ich sie hier hin tue, wird sie sterben. Also stelle ich sie mal hier hin. Und so. So müsste es eigentlich passen. Ich muss gleich niesen. Ich habe euch gewarnt. Ich spule mal vor. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Ich stelle mal die nach vorne und mache defensiven Würfel an. Ui. Okay, natürlich. Der kommt von da. Okay. Okay. Also, ja, der hat hier nur Nahkampf. Bis auf die da natürlich. Aber das ist in Ordnung. Feuer aus.
Ich hoffe, dass der einfach mal so angreifen wird. Und die müssen dann auf die Fernkämpfer achten. Okay, der geht wirklich hier hin. Das ist interessant. Okay, dann versuche ich den so schnell wie möglich auszuschalten. Die kann ich eigentlich so stehen lassen. Beziehungsweise ich könnte die ein bisschen vorschicken. Okay, der ist jetzt weg. Das ist gut. Und Feuer frei. Okay, ich hoffe, dass... nein. Ich hatte eigentlich gehofft, dass die hier reinschießen. Auf die Bogenschützen bitte. Okay, hier tümpelt trotzdem noch was rein. Ah, das ist nicht so schlimm. Okay, das ist gut. Ich motiviere den mal. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Jetzt schon. Aber wer? Achso, okay. Ich habe ja gerade hier unten geschaut und dann so, hä? Da passt doch alles noch. Okay, warte, die gehen mal nach hier, damit der Einflussbereich die alle erreicht. So, jetzt reicht's aber. Mach die mal platt. Sehr schön, die wanken schon. Die er bekommt ziemlich viel ab, das ist nicht ganz so nice. Das ist nicht ganz so nice, vor allen Dingen, weil die Hauptarmee kommt ja noch. Gepanzerte Elefanten. Aber am Schluss bleibt noch... Ach komm, du bist doch motiviert. Am Schluss bleibt noch... die Elefanten. Bleiben noch die Elefanten so. Die halten ziemlich viel aus. Jetzt fangt doch. Die Stammeskrieger sind halt extrem schmerzhaft. Ich gehe mal mit der Kavallerie raus. Und versucht dann hier so ein unser General wird angegriffen. So eine Umklammerung schon zu machen. Beziehungsweise ich versuche mal die Fernkämpfer einzuschließen. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So, einfach mal reinbashen. Die hierhin, die konzentrieren sich nochmal und die gehen mal raus. Die kommen hinterher. Elefanti, mach dich bereit. Langsam. So,
Okay, ja, okay. Das hat nicht so funktioniert, wie ich es vorgehabt habe. Aber das ist jetzt wurscht. Das ist jetzt wurscht. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Okay, du gehst jetzt auch da rein. Okay, hier, die können auch ein bisschen. Sehr schön, Kavallerie, bitte wieder raus. Ihr macht gerade nur Schmarrn. Ihr sterbt gerade nur. Du kämpfst gerade auch sehr schön. Den General, also wenn der General jetzt stirbt, ist nicht ganz so wild. Aber der ist gerade hier sehr gut aufgehoben. Vor allen Dingen, weil das nur Stufe 1 Einheiten sind. Und das ist... Das ist nicht so schlimm. So. Sieht doch wunderbar aus. Eine unserer Einheiten ist in Raserei geraten. Ach, jetzt noch, ne? Ach, das ist sehr nervig. Das macht ja sehr viel Friendly Fire. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Okay. So. Ob die noch hinterherkommen, weiß ich nicht. Ah, glaub eigentlich nicht. Also die da werde ich noch bekommen, aber die da sind weg. Ja. Die sind weg. Okay. Ja, aber ein bisschen farmen dürfen die auch noch. Das steigert die Moral. Alles gut. Den feindlichen General habe ich, glaube ich, auch noch nicht bekommen, ne? So, ja, das passt. Gut, also 1800 aufgestellt, 1100 weniger als er. Ich habe 600 verloren, 2600 getötet. Der hat aber auch sehr viel Friendly Fire gemacht. Der hat 40 für Friendly Fire gemacht. Hm. 500 hat er gekillt. Das ist natürlich nice. Ja, 250, 80, 130. Nicht schlecht. Mhm. Ja, war auf jeden Fall auf jeder Linie, Ebene, blablub, erfolgreich. Sehr schön. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das so leicht gewinnen, aber letzte Runde habe ich auch nicht nachgeschaut, wie groß unsere Garnison ist, glaube ich. Natürlicher Tod, das ist unpraktisch. Das ist unpraktisch. Kann der heiraten? Der kann heiraten. Kann der heiraten? Noch nicht. Wie alt ist der? Der ist 8. Ne, 32. Wieso kann der dann? Ja, okay. Ist noch nicht alt genug. Nein, hat noch nicht genug Einfluss. Die ist 20. Die müsste eigentlich auch heiraten können. Ja. So, Hauptsache sehr schöne Erben. Wir haben sehr großen Einfluss.
Aber das ist ja momentan noch. Das ist nice. Das ist gerade noch so ein bisschen chillig, weil wir so winzig sind. Und da ist es dementsprechend einfacher. Also die politischen Gegner sind nicht ganz so aktiv, wenn wir so klein sind. Sehr schön. Das ist gut. Angriffsbonus für Streifhägen und Schüsse pro Minute für Streifhägen. Das ist, also Schüsse pro Minute ist nicht so wichtig. Ich schau mal, also Streitwegen sind gut, wenn die ein bisschen mehr aushalten. Das ist geil. Auf Level 3 ist das 16 Angriffsbonus für Hellenistin Kavallerie, 18 Nahkampf. Nahkampfabwehr noch, Angriffsbonus, Infanterie. Achso, okay, die Infanterie wird da auch gepusht. Naja, ist ja auch ganz gut. Auf jeden Fall, die Kavallerie ist sehr wichtig da. Unterhaltskosten und Verstärkungsrate ist auch ganz nice. Nachtkämpfe. Ja. Plünder, Nahkampf gegen plündernde Armeen. Ja, Verteidigung bringt bei mir jetzt gar nichts. Söldner benutze ich nicht. Ja. Das da. Bringt auf jeden Fall sehr viel. Also da muss ich kurz noch drauf eingehen. Und zwar die Unterhaltskostenverringerung wären auch extrem gut, weil die Elefanten sind extrem teuer. Also. Genau, dementsprechend hier, warte, das ist die 501. nicht? Die hat noch relativ viel, also die Hälfte ist noch Nahkämpfer. Also die Herbahn-Pikiniere werden nicht mehr so lange aushalten. Das sind halt die Stufe 1 Pikiniere. Wenn ich, sollte ich mal mit der Armee Richtung Sparta gehen, Richtung Griechenland, werden die spätestens da sterben. Okay, soll ich? Nee. Also mit denen, also mit dem werde ich nicht auf Kommandant gehen, sondern Unterhaltskosten weniger. Ja. Ich überlege gerade, weil so viele Elefanten. Ja, okay, 4 Stück haben wir hier. Schon relativ teuer. Aber die da sind halt ja nicht teuer. Ah, ich bin gerade echt überfragt. Moral. Sichtfeld. Korruption weniger. Forschungsrate. Öffentliche Ordnung. Moral. Öffentliche Ordnung. Geheimaktion. Ich mach mal Moral. Aus folgendem Grund, weil die Infanterie. Ja, wobei muss eigentlich für den, weil die anderen Armeen haben keine Infanterieeinheiten mehr. Okay. Also Moralbonus auf Ding, Schutz vor feindlichen Agenten, Schüsse pro Minute, Erfahrungsränge, Defensiv. Infanterie. Also ja, Philosoph bringt bei mir jetzt nichts. Bewegungsreichweite ist eigentlich ganz nice. Das bringt mir, oder? Oh. Das ist eigentlich auch ziemlich attraktiv, weil Belagerungen sind ja für Kavallerie extrem bescheiden, extrem schwierig. Und wenn ich dadurch die Belagerungszeit
Verringe. Lass die schneller aufgeben. Ich glaube, das könnte sehr nice sein. Moral. Ja, auch schon. Angriffsbonus für alle Kavallerie. Ist halt auch schon krass gut. Also hier ist eigentlich nur der da. Nur der da und das da interessant. Das heißt 6, 8, 9. Das andere ist so meh. Das bringt mir nichts. Also hier ist drückt vorwärts. Ist extrem geil. Bewegungsreichweite. Der Kampfabwehr für alle Einheiten. Okay. Gut. Gut. Dann wird's ein Stratege. Weil, also Geheimaktionen, das ist auch für den General ziemlich cool. Gegen feindliche Agenten. Und hier, was mich überzeugt hatte, war Nahkampfabwehr für alle Einheiten. Und neue Aufschwung. Und hier dieses drückt vorwärts. Das ist für Kavallerie extrem nice. Okay. Dann gehe ich mal wieder Richtung Stadt zurück. Weil hier ist die öffentliche Ordnung echt nicht gut. Natürlich, das ist bei der KI ist es immer so, dass die dass die immer kurz vor der Reichweite der eigenen Einheiten aufhören. Weil da hätte ich einen coolen Hinterhalt gekämpft. So, gut. Der hat jetzt kein Geld mehr. Doch, hat er. 4 Meter habe ich schon. Dann mache ich mal hier Thrakische noch. Einen. Und dann warte ich auf, ja okay, 8. Aber dann kann ich Asad Ritter machen. Die ist schon nice. Und Kataphrakte. Und gepanzerte Elefant. Das wird heftig. Geflügelte, die nenne ich mal jetzt um. Warte, was bekommt er? Er bekommt auch das. Kulturelle Konvertierung mache ich mal da einfach so. Korruption ist momentan noch nicht wichtig. Game-Aktion, ja, Forschungsrate. Das ist unwichtig, das brauche ich nicht. Gut, aber das bitte die Flügel des Pegasus. Wie heißen denn die? Erst kam das Beben. Die 501. Die nennen wir dann. Wenn ihr Vorschläge oder Ideen für Namen habt, schreibt sie in die Kommentare. Weil langsam gehen mir die Namen aus, ne? Was? Also das Beben. Vorfreude. Hatte erst kam das Beben. Das ist eine ziemlich interessante, ein ziemlich interessanter Name für eine Armee. Ja, komm. Donner. Meine Güte. Okay, nächste Runde jetzt aber. Erst kam das Beben. Und dann kam der Donner. Eigentlich müsste ich ja die beiden zusammen schicken immer. Für da unten bräuchte ich eigentlich. Da unten bräuchte ich eigentlich meine zweite Armee.
Also die 501. Mit der Infanterie. Okay, Mission fehlgeschlagen. Ja, naja, er stand ja blöd. Okay, gutes Omen. Das schaue ich mir gleich an. Hier pushe ich das nochmal. Der ist im Gewaltmarsch. Das ist sehr interessant. Das werden wir uns gleich anschauen. Hier, das da. Die Garnison ist nicht ganz so groß, aber... ja. Ist halt hier ein bisschen... ja. Ne? Ja, wisst schon. Nein. Ich habe nur 600? Wieso habe ich nur 600? Habe ich jetzt letzte Runde nur 600 eingenommen? Merkwürdig. Gut, eine Priesterin der Bura ist erschienen. Die Würfel des Orakels haben unserem Volk eine gute Zukunft vorhergesagt. Wir müssen feiern, ein weißes Schaf opfern, eine Kuh opfern, nichts unternehmen. Ich opfere immer eine Kuh. Das gibt uns keine Mali, aber extrem geile Boni. Genau, der ist 39, der bekommt jetzt meine Frau, würde ich sagen. Die sieht ein bisschen böse aus, aber ich hoffe, schaltet die Charakterfähigkeiten aus. Was? Ja, okay, das ist die. Wachstum pro Runde, das ist ganz gut. Öffentliche Ordnung ist Minus, aber das ist jetzt mehr oder weniger Wurschti. Okay. Da werde ich mal noch, also ich muss die angreifen, wenn die wieder komplett in Ordnung sind. Und dann werde ich auf jeden Fall mit zwei Armeen angreifen. Ah, der plündert dieser Puppel. Habe ich da schon gescoutet? Ich werde mal hier weiter scouten und schauen. Okay, hier ist noch eine Armee. Baut da gerade zur Fullstack-Armee aus. Okay, braucht nur noch einen. Ja. Okay. Dann. Achso, nee, das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Und ja, macht's gut. Bye, bye.